Mitte der heiligen Höhle. Oha. Okay. Warte. Was ist los? Ich spüre ein paar große. Und sie wirken nicht besonders freundlich. Was ist das? Eine Art Söldnerinstinkt? Könnte man so sagen. Wir müssen besiegen, was immer vor uns liegt, wenn wir weiterkommen wollen. Ich hätte nach Hause gehen sollen. Nice. War's das? Okay. Puh, Glück gehabt. Wir haben es geschafft. Nein, das haben wir noch nicht. Jetzt haben wir es geschafft. Tja, das ist nicht gut. Was ist nicht gut? Ich will behaupten, wir haben keine Zeit, hier rumzustehen und das in Ruhe zu besprechen. Oh, noch mehr. Warte einen Moment, das ist aber nicht fair. Es hat seine Freunde zur Hilfe gerufen. Wie? Wer hätte da gedacht, dass es so beliebt ist? War es das für uns? Trete zurück. Ups. Ist da? Du solltest an deinen Manieren arbeiten. Du bist es. Zu mir sagt jemand, wäre hier eingedrungen. Hätte ich nie gedacht, dass ihr das wärt. Was macht ihr hier? Wir müssen uns die Chronomalie ansehen. Die Chronomalie? Ihr führt doch etwas im Schilde, oder nicht? Schwester Schirka, egal was sie vorhaben, es ist ihnen nicht gestattet, hier zu sein. Wir müssen sie gefangen nehmen und vor Gericht stellen. Richtig. Nicht gestattet? Nicht gestattet. Seid ihr euer Gerede nicht langsam leid? Was macht ihr überhaupt hier? Seid ihr die großen Wächter der Chronomalie oder wie? Das sind wir nicht. Die Chronomalie liegt jenseits des menschlichen Verständnisses. Sie wacht über uns und alles, was wir tun. Was für ein primitiver Gedanke! Haltet ihr sie etwa für eine Art Gott? Ihr wisst, dass es Gott nicht gibt, oder? Die Wahrheit wird eines Tages ans Licht kommen. Was tut ihr dann, wenn es euch wie Schuppen von den Augen fällt? Schwester Schirka, seine Eminenz hat uns befohlen, die Eindringlinge festzunehmen. Du hast recht. Verstanden. Führt sie ab. Fängt ja schon super an. Beginnt mit der Inquisition. Oh Gott, jetzt müssen wir das auch noch machen. Bringt die Gefangenen herein. Haben wir unsere Gefangenen früher wirklich so schlecht behandelt? Wenigstens stehen wir zusammen hier. Soll ich mich jetzt etwa besser fühlen? Ich kann nicht an einem solchen Ort eingesperrt bleiben. Und wo ist Bracca? Ich habe nur eine Sekunde nicht hingesehen und weg war er. Seine ehrwürdige Exzellenz, Siegfried, Patriarch von Argen. Das ist also der Patriarch? Wegen ihm stecken wir erst in diesem Schlamassel. Ist das nicht Schirka da neben ihm? Ich frage mich, was sie wohl denkt. Ruhe!
O heiliger Stein der Jahreszeiten, in deiner Gnade richten wir die verlorenen Seelen, wie die Chronomalie es gebietet. Beginnen wir. Inquisitorin, führe ihre Sünden auf. Eure Eminenz, die Sünder wurden in der heiligen Chronomalie-Höhle aufgegriffen. Sie stehen vor Gericht für die Entweihung eines solch heiligen Bodens. Ihren Fußspuren zufolge wollten sie das Zentrum der Höhle erreichen, den Sitz des Steins der Jahreszeiten. Dies sind keine gewöhnlichen Schurken. Wir glauben, ihre Absichten waren von rein bösartiger Natur. Verstehe. Eine Frage an die Angeklagten. Was habt ihr euch erhofft, im Zentrum der heiligen Chronomalie-Höhle zu erreichen? Also Pavana, wir dürfen nicht leichtsinnig antworten. Wir wollten eine große Fee retten. Möchtet ihr damit andeuten, dass eine uns unbekannte Kreatur mit dem Stein der Jahreszeiten verbunden sei? Er ist größenwahnsinnig und will uns seine Verblendung glauben lassen, was eine weitere große Sünde darstellt. Na geil. Egal was wir sagen, wir hätten wahrscheinlich eine Sünde auf uns geladen. Denkt sich Schirka wohl genauso. Ihre Schuld scheint unbestreitbar. Rufen wir Zeugen auf, die die schwere Sünde der Angeklagten bezeugen können. Wir rufen die erste Zeugin auf. Ich habe es gesehen, ich habe alles gesehen, wie sie im Verborgenen flüsterten und Pläne schmiedeten. Sobald ihre Unterredung beendet war, verschwanden sie urplötzlich im Nichts. Sie eilten davon, um ihre scheußlichen Pläne in die Realität umzusetzen, ohne Zweifel. Das ist alles, was ich gesehen habe. Nächster Zeugin in Zeugenstand. Ich bewachte die heilige Chronomalie-Höhle. Sie waren dort, als der Widerständler sie stürmte, aber... Ich habe niemanden gesehen. Dass sie zu dieser Zeit anwesend waren, lässt mich glauben, dass sie den wahren Täter decken wollten. Ja, da besteht kein Zweifel. Es ist wirklich sündhaft. Das ist eine Farce. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Der letzte Zeuge trete vor. Vergebt mir, denn ich habe gesündigt. Ich sah die Sünde, als sie meine Flussindulgentia fallen ließ. Diese Schurken fanden sie. Von dem, was ich gehört habe, wollten sie sie für sich behalten. Wäre ich nicht zurückgekommen, hätten sie sie mit Sicherheit gestohlen. Das ist das Ende meiner Darstellung. Was geht hier vor? Sie verbiegen die Wahrheit so, dass wir als ruchlose Verbrecher dastehen. Es ist nun klar, dass die Abgründe ihrer Sünden tiefer liegen, als ich es mir je hätte vorstellen können. Eure Eminenz. Ja, mein Kind? Sollten wir den Sündern nicht erlauben, sich gegen diese Anschuldigung zur Wehr zu setzen? Wir dürfen nicht einfach annehmen, dass die Zeugen die reine Wahrheit sprechen. Das wird nicht nötig sein. Da glaubst du den Worten eines Sünders eher als denen des Hüters einer Flussindulgentia? Mit allem Respekt, eine Flussindulgentia sollte nicht den sozialen Stand einer Person bestimmen. Außerdem glaube ich nicht, dass es jemanden von jeglicher Sünde freispricht. Schirka, du bist erschöpft. Bitte ruhe dich etwas aus, sobald die Inquisition beendet ist. Seine Eminenz verkündet sein Urteil. Jawohl, die Sünden dieser Verbrecher sind unbestreitbar. Es reichte ihnen nicht, heiligen Boden zu entweihen. Sie säten auch Zwietracht und begangen sogar Diebstahl. Es gibt nur eine angemessene Strafe für jene, die sich der Gnade der heiligen Mutter entziehen. Hinrichtung! Das könnt ihr nicht... Das haben wir alles nicht getan.
ins Verlies mit euch. Hallo? Beruhige dich doch endlich. Ich will mich aber nicht beruhigen. Na, lass mich raus! Eingekerkert zu werden fühlt sich ziemlich merkwürdig an. Apropos, ich möchte ja nicht naiv erscheinen. Bei Hinrichtungen heißt, dass sie uns töten werden, oder? Das bedeutet in dieser Zeit nicht zufällig etwas anderes? Ich kann nicht glauben, dass ich so sterben werde. Ich werde nie wieder in meine eigene Zeit zurückkehren. Wir müssen einen Weg herausfinden. Ich habe viele Gefängnisfilme gesehen und das bringt uns hier wohl nicht weiter. Sieht nicht gut für uns aus. Jetzt, wo es heute gekommen ist, wünschte ich, ich hätte mehr Zeit mit meinen Eltern verbracht. Wie war deine Mutter so? Du wählst einen merkwürdigen Zeitpunkt für diese Frage. Ach, ist doch egal. Wir werden wohl sowieso hier sterben. Wir waren nicht gerade eine normale Familie, selbst zu meiner Zeit. Meine Eltern waren beide Forscher. Da war es natürlich logisch, dass ich auch Forscherin wurde. Wurde sogar als eine Art Wunderkind gefeiert, obwohl das für mich eine schmerzliche Erinnerung ist. Es gab Leute, die meinten, ich würde nur auf der Erfolgswelle meiner Eltern mitschwimmen. Es ist also nicht so, dass wir uns nicht nahe standen. Ich habe mich nur irgendwie von ihnen distanziert. Obwohl wir zusammen Familienurlaube unternahmen und immer viel Spaß hatten, als ich klein war. Was unternahmt ihr denn Spaßiges? Naja, als ich älter wurde, hatte ich kaum noch Zeit für sowas, weil ich mit meinen Forschungen beschäftigt war. Weil ich weiß noch, wie wir zusammen Vergnügungsparks besucht haben, als ich noch jünger war. Wie mein Herz auf der Achterbahn pochte, die Lichter bei der Abschlussparade funkelten, es war wie eine Traumwelt. Ich wollte immer wieder dieselbe Achterbahn fahren und nervte meine Eltern damit. Ich weigerte mich zu gehen, als der Park zumachte. Ich kletterte sogar auf einen Turm. Meine Mutter war so wütend. Das sind meine einzigen schönen Kindheitserinnerungen. Sie schenkten mir nach dem furchtbaren Unglück Kraft. Was für ein Unglück war das? Es gab eine Katastrophe, die den Tod unseres Planeten ankurbelte. Ich forschte nach einer Lösung. Darum ist es so wichtig, dass ich in mein Zeitalter zurückkehre. Verstehst du? Ich darf hier also nicht sterben. Irgendwas müssen wir doch gegen diesen Wärter unternehmen können. Ich sollte nochmal auf die Nerven gehen. Ihr sollt also auch hingerichtet werden, was? Es werden noch andere hingerichtet? Yep. Die gefährlichsten werden wohl kurz und schmerzlos hingerichtet. Alles Gute kommt von oben. Nichts für ungut. Alles Gute kommt von oben? Also nutzen sie eine Guillotine? Oder sollten wir uns auf den Galgen gefasst machen? Was weiß ich? Ich habe nur die Schlüssel. Ich weiß nur, dass ihr zur heiligen Konomalie-Höhle gebracht werdet. Was? Apropos, in letzter Zeit gibt es hier echt viele von euch. Beschert mir einen Haufen mehr Arbeit. So läuft's hier, seit dieser Tempel Indulgentia gegründet wurde. Vorher war es schön ruhig und friedlich. Der Tempel und seine Blume. Was soll diese Flussindulgenz hier überhaupt? Ach, die? Der Name deutet es schon an. Eine Indulgenz. Nachsicht. Spricht dem Träger von seinen Sünden frei. Laut dem Patriarchen entstand das Silenzium, weil Menschen furchtbar sündhafte Wesen sind. Der Flussindulgenz hier können wir uns von diesen Sünden freisprechen. Diese grässliche Jahreszeit fernhalten. Aber das ist doch absurd. Ich nehme an, alle hier glauben diesen größenwahnsinnigen Quatsch? Wenn du es Verblendung nennen willst, liegst du falsch. Der Patriarch hat sein Orakel, das spricht nur die Wahrheit. Genau sowas würde jemand mit Hang zum Größenwahn behaupten. Meine Güte! Ich wünschte, jemand würde mich von diesen Idioten freisprechen. Wie bitte? Ach nichts, ich rede mit mir selbst.
Tja, hättet ihr einfach seine Wahrheit akzeptiert und eine Floßindulgenz hergetragen, wärt ihr nicht in dieser Lage. Ich wette, jetzt wollt ihr doch eine, stimmt's? Sowas brauchen wir nicht. Denk daran, Lügen ist eine Sünde. Ich seh's doch in deinen Augen. Du willst eine Floßindulgenz, ja, und ich kann dir helfen. Ich habe nämlich nicht wenige davon und wäre auch bereit, dir eine zu geben. Gegen ein kleines Sümmchen. Die sind nicht gerade günstig zu haben. Weil wenn du eine hättest, könntest du dein Todesurteil aufheben. Also, was sagst du? Eine kaufen. Lass es. Diese Blume ist's echt nicht wert. Ah. Raka, wo zur Hölle hast du gesteckt? Das könnt ihr euch auch fragen. Ihr wisst schon, dass es mit den Missionaren vom Orden zu tun habt, oder? Es ist sinnlos zu bleiben, wenn euch einer davon über den Weg läuft, sonst landet ihr hier. Du bist hier, um uns zu retten. Soweit würde ich nicht gehen. Ich habe einfach eure Stimme im unterirdischen Korridor schallen gehört. Ist der hier in der Nähe? Ja, dann hatte ich wohl doch recht mit meiner Vermutung, dass er von Widerständlern gebaut wurde. Er ist mit diesem Verlies verbunden. Ich wusste gar nicht, dass es diese Route gibt. Zumindest bis jetzt. Trotzdem, ich bin froh, dass du hier bist. Du bist keine schlechte Eskorte. Ha. Es war abgemacht, dass ich dich bis zur Chronomalie bringe. Schon vergessen? Du kriegst nur, wofür du bezahlt hast. Hier hält uns nichts mehr. Ich würde sagen, es wird Zeit für einen Gefängnisausbruch. Das Verlies haben wir hinter uns. Was jetzt? Hm? Hey, war es das etwa? Stürzt der Korridor jetzt endgültig ein? Aria, beruhig dich. Ich bin ruhig. Keine Sorge, dieses Rumpeln kam von näher an der Oberfläche. Wahrscheinlich ist in der heiligen Hauptstadt was los. Sehen wir es uns an. Oh, lass mich raten, die Chronomalie dreht durch. Meine Güte, ist Doxa nicht da drüben? Ah, ja, stimmt. So eine Lawine habe ich ja noch nie gesehen. Genau wie es das Orakel prophezeit hat. Doxa fällt einer großen Katastrophe zum Opfer. Das Orakel hat uns gerettet. Die Prophezeiung des Orakels, dass es zu einer großen Katastrophe kommen soll, hat sich wohl bewahrheitet. Das Orakel, was? Das Orakel des Patriarchen hatte recht. Los, wir sollten uns auch taufen lassen. Ja, du hast recht. Irgendwas ist damit nicht... Irgendwas ist nicht koscher. Dieser Siegfried kriegt genau das, was er wollte. Wenn es so weitergeht, laufen bald alle in Argen mit so einer Flussindulgenzia rum. Was weißt du über diese Blumen? Oh, gute Frage. Im Verlies wirkt es so, als wüsstest du genau Bescheid. Ich dachte, ihr hättet was bei der Chronomalie zu erledigen. Ich halte mich aus euren Angelegenheiten raus, also solltet ihr euch auch aus den Angelegenheiten anderer raushalten. Meine Pflichten sind für heute erfüllt. Ich gehe wieder mein Versteck. Wenn ihr zur Chronomalie zurück wollt, wendet euch ein andermal wieder an mich. Er hat doch was zu verbergen. Aber darum können wir uns später kümmern. Tun wir jetzt erstmal, was er sagt und teilen uns auf. Eieiei. So, wir haben doch hier... nein. Wir haben hier Schreckensautomat. Ist ihn ja. Da lang. Ich speichere aber erstmal. Kleines bisschen haben wir nämlich noch.
Hallöchen, Schuckiputz. Danke, dass du gekommen bist, Pavana. Wie ich dir in meinem Brief mitgeteilt habe, treten diese Vorfälle jetzt auch schon in der Hauptstadt auf. Die Opfer wurden verletzt, bisher war aber noch niemand in Lebensgefahr. Zumindest gab es keine Todesopfer. Ja, Gott sei Dank, aber wir dürfen uns nicht zu früh freuen. Die Täterin könnte sich noch irgendwo in der Hauptstadt herumtreiben. Lass uns zuerst zum Tempel gehen und dort ein paar Fragen zu den Vorfällen stellen. Das ist eine ziemlich rüde Art, Informationen zu beschaffen, findest du nicht? Wer ist da? Warte, ich kenne diese Stimme. Du bist also wirklich noch am Leben, Fräulein Schattenmeuchlerin. Oder wohl eher Istina. Rosny, bist du das? Wer ist das? Hi, ich bin Rosny. Ich bin eine von Istinas Kolleginnen. Nein, das bist du nicht. Hör auf damit, Rosny. Ich bin nicht länger eine von euch. Ach, stimmt ja. Du bist aus unserem Bund ausgetreten. Nun, was treibst du in einem Ort wie diesem? Ich? Das ist egal. Deswegen bin ich nicht hier. Warum bist du dann hier, Rosny? Naja, das liegt doch auf der Hand. Du bist es, die sich als die Schattenmeuchlerin ausgibt, oder? Wie bitte? Könnte ich nicht dasselbe sagen? Seit ich mich erinnern kann, bist du doch die Schattenmeuchlerin. Also, warst du das nicht? Diese Angriffe gehen nicht auf das Konto des Bundes? Nein, wir haben damit nichts zu tun. Ich bin selbst auf der Suche nach dem Täter. Und das soll ich dir glauben? Du kannst glauben, was du willst. Ich habe nicht die Arbeit, mich mit dir zu streiten. Du scheinst die Wahrheit zu erzählen. Ich verstehe schon. Ich würde mir an deiner Stelle auch nicht ohne weiteres vertrauen. Dann belasse ich es einfach dabei. Warte, Rosny. Willst du ihr folgen? Nein, wir belassen es dabei. Wir könnten sie jetzt sowieso nicht mehr einholen. Tut mir leid, Pavana. Lass uns die Suche für einen kurzen Moment unterbrechen. Vielleicht kann ich stattdessen kurz mit dir reden? Ich glaube, ich sollte dir mehr über meine Vergangenheit und die Gruppe von Meuchlern verraten, in der ich war. Man nannte uns die Todbringer. Wir waren in alle möglichen Konflikte verwickelt. Politische Attentate, Familienfäden, dergleichen. Überall auf der Welt gibt es zu jeder Zeit hunderte stiller Kriege, von denen niemand je etwas mitbekommt. Wenn sich jemand nicht selbst die Hände schmutzig machen will, werden Gruppen wie die unsere beauftragt. Gegen die richtige Bezahlung töten wir jeden. Wir lebten nach dem Motto, lass dich nie erwischen. Wenn dich niemand gesehen hat, warst du es nicht. Diese Art Leute waren wir damals. Skrupellose Mörder, Todbringer. Bist du bei ihnen gelandet? Das ist das einzige Leben, das ich je kannte. Als ich alt genug war, um das zu verstehen, war es schon zu spät. Einige der anderen Mitglieder sind genau wie ich dort hineingeraten. Rosny ist eine von ihnen. Wir sind ungefähr im selben Alter und haben deswegen viel zusammengearbeitet. Wir wuchsen damit auf, unser täglich Brot Leben auszulöschen. Ich sagte, dass du ausgestiegen bist. Ja, das bin ich. Ich habe die anderen verraten. Eines Tages merkte ich, dass ich so nicht mehr weitermachen konnte. Das war der Tag, an dem ich mich dafür entschieden habe, zu gehen. Naja, wie es weiterging, weißt du ja. So, jetzt kennst du meine Vergangenheit. Ich kann sie nicht ausradieren, so gern ich das auch tun würde. Ich kann auch nicht so tun, als wäre das alles nicht passiert. Also, was jetzt? Ich weiß nicht.
Weil jetzt, da ich wieder etwas mit ihnen zu tun habe, kann ich auch nicht einfach so tun, als wäre nichts. Tut mir leid, Pavana. Ich brauche etwas Zeit, um das alles zu verarbeiten. Ich muss mir überlegen, was ich als nächstes mache. Entscheide dich nicht voreilig. Werde ich nicht. Ich schreibe dir wieder, wenn ich mich etwas beruhigt habe. Oh Mann, sie tut mir so leid. Sie tut mir so leid. Sechs Uhr. Das bedeutet für mich die Wanderung nach Hause. So. Wir haben ein paar Sachen zum Wegräumen. Pelz auf. So. Hier wächst alles fleißig voran. Sieht doch ganz gut aus. Damit sind wir eigentlich auch für heute hier. Ah! Und noch ein bisschen was ernten. Okay. So. Dann schlafen. Level 30! 600. Keine schlechte Summe. So, 16.